Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich ein ganz schnelles und einfaches, schlichtes Make-up, was ich gerne schminken möchte, was schnell geht. Da habe ich wirklich nur wenige Produkte, die ich mir ausgesucht habe. Vorab, Make-up habe ich schon drauf. Deswegen, was ich jetzt nur noch drauf, was jetzt noch fehlt, ist Blush, Bronzer und die Augen und die Lippen. Genau, das würde ich gerne mit euch zusammen jetzt gerne auftragen. Und erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid. Wenn es nicht so ist, dann schicke ich euch ganz viele liebe Grüße, dass es euch bald auch besser geht. Genau, dann fangen wir mit den ersten Produkten an, mit den Blush, den ich gerne verwenden möchte. Das ist der Trend It Up Powder Blush mit Glow Effect. Das ist dieser hier in die Farbe 75. Genau, so sieht er aus. Das ist halt so ein peachiger Ton, der sehr schön auf den Wangen aussieht. Und den möchte ich heute gerne verwenden, weil ich den schon sehr, sehr oft auch auftrage, tue. Und welche Pinsel ich verwende, tue, um den Blush aufzutragen, ist der Pinsel von Luvia aus der Divine Red Reihe. Es gab's mal diese Reihe. Ich weiß es nicht, ob es diese Reihe noch so gibt. Es gibt Pinsel zweier noch von Luvia, aber in dieser Form weiß ich jetzt nicht, mit dieser Farbe weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Aber ansonsten gibt es da ja auch andere Pinselreihe, die genauso gut sind. Ich hatte mir damals ein Pinselset mir gekauft. Da hatte ich so alle Pinsel drin gehabt. Da hatte ich Lidschattenpinsel, ich hatte Foundationpinsel, ich hatte also wirklich sehr, sehr vieles hatte ich da mit drin gehabt. Und den Blushpinsel verwende ich sehr, sehr gerne. Trage den jetzt den Pinsel auf. Das ist schon ein eher natürlicher Blushton. Aber wenn ich das natürlich und einfach schnell mag, ohne dass ich irgendwie overblushed bin, da verwende ich den einfach sehr, sehr gerne, weil der einfach natürlich aussieht und hier ihr nicht Gefahr laufen tut, dass ihr overblushed. Klar kann man zu viel Blush auftreten, das wird hier nicht sein, aber da sieht es noch relativ natürlich aus, wenn ihr etwas zu viel drauf habt. Dann verwende ich einen Bronzer. Das ist aus einer LE, aus der Catrice Cosmetic Limited Edition Tropic Exotic. Das ist dieser große Bronzer. Also der wird mir ja für die Ewigkeit halten. Das Produkt an sich, aber ist die Frage, ob der dann noch gut sein wird. Das ist die andere Frage, aber sonst wird er für die Ewigkeit halten. Genau. Der hat hier so eine schöne Prägung mit den Palmen. Das ist auch an sich ein sehr, sehr schöner Farbton. Genau. Weil ich gehe jetzt auch so ein bisschen durch meine LE-Schminksammlung durch. Ich habe hier meine reguläre quasi. Die Produkte, die ich in meiner Sammlung habe, die ihr noch so bekommen könnt. Aber dann habe ich auch eine Schminksammlung mit meiner LE-Produkte. Darunter, das trenne ich quasi. Weil die LE-Produkte könnt ihr meistens dann nicht mehr nachkaufen. Deswegen, da tue ich das unterteile. Zwischen den normalen Produkten und zwischen der LE-Produkte. Genau, und das ist halt eben so ein LE-Produkt. Vielleicht hat der ein oder andere diese Bronze ja selber zu Hause. Hier habt ihr drin 30 Gramm. Ich sag ja, das ist ein mega großer Bronzer. Und für was er gekostet hat, ist es quasi nichts gewesen. Also ist auch hat einen schönen Unterton. Ist nicht zu warm, nicht zu aschig. Genau richtig für einen Bronzer. Der sieht richtig schön aus. Aber es gibt ja auch tolle Bronzer, auch im Standardsortiment, ja auch von Catrice. Aber da, also im Standardsortiment von Catrice, muss ich sagen, habe ich einen Bronzer noch nicht so richtig ausprobiert. Außer das
Du, was es ja von Catrice gibt mit den Bronzer und Highlighter. Diese Holiday Skin, wie es heißt, diese Holiday Palette, dieses Du. Das ist so das einzige Produkt und Bronzerprodukt, was ich da von Catrice ausprobiert habe. Dann kommen wir jetzt zu der Lidschattenpalette, die ich gerne verwenden möchte. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet und ich muss sagen, die ist richtig schön. Macht tolle Alltags-Make-up-Looks damit. Das ist von Be Perfect Cosmetics, dem Mini Moted oder wie die auch heißt. Oh, das mit dem Aussprechen, das ist manchmal eine Kunst für sich. Shadow Palette. Die sieht so aus. Das ist halt die kleinere. Es gibt ja auch noch die größere, aber ich wollte mir die größere kaufen, aber ein Glück habe ich mir eher für die entschieden, weil hier habt ihr auch so alle tragbare Töne drin, die ihr so braucht für den Alltag. Also wenn ihr wirklich fast nur alltagstaugliche Looks schminkt, sowohl hellere als auch etwas ausgefalleneres, dann ist diese Palette auch richtig schön. Die gibt es ja bei Purish. Dann gibt es die, boah, wo gibt es diese Marke denn noch? Mir fällt jetzt nur ein, ja. Nee, das lasse ich jetzt. Ich möchte gerne jetzt einen Look dazu schminken. Dann nehme ich die Farbe. Also gezettet, mein Lid habe ich schon. Und ich habe wieder Probleme. Also irgendwie. Ich will was sagen, aber irgendwie kommt es nicht so rüber, was ich eigentlich sagen möchte. Genau, das ist halt eine richtig schöne Palette. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, erinnert die vielleicht eine andere Lidschattenpalette von Natasha Denona. Ja, ich bin, wie gesagt, wahrscheinlich nicht so ganz da. Ich wollte eigentlich das Video drehen, ja. Die Anastasia Beverly Hills Palette. So, jetzt habe ich die richtige Marke. Genau. Und die ist halt so ähnlich. Und diese andere Palette von Anastasia Beverly Hills habe ich auch. Und jetzt möchte ich gerne aber die verwenden, weil ich die sehr selten verwendet habe. Klar, das ein oder andere habe ich damit schon geschminkt, aber noch wenig mit der gearbeitet. Und jetzt fangen wir mit dem Look an. Dann nehme ich die Farbe dieses hier. Das ist so ein Beige, würde ich sagen. Also mein Lid habe ich schon gesettet, schon vorher. Und das trage ich halt über mein komplettes bewegliches Lid. Das ist, wie gesagt, so ein schöner Beige. Taubton. So ein. Ja, schon so ein Cappuccino-Ton, würde ich sagen. Also auch, das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Und dann in die Lidfalte nehme ich den Farbton. Da mische ich zwei Töne. Dann nehme ich einmal Puls. Das ist dieser rötlich-bräunliche Ton. Da gehe ich nur ganz leicht rein, weil ich ja noch den Ton ja noch mische, tue mit der Farbe Lullaby, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich sag ja, manche Namen sind gar nicht leicht auszusprechen. Also wie ihr erkennen könnt, ist es eine sehr, sehr schöne Farbkombination. Das mache ich auf die andere Seite genauso. Und dann kommt gleich nur noch der Schimmerton. Aber dann mache ich auch nichts viel mehr mit den Augen. Bei den Wimperntusche war ich gerade mir unschlüssig, welche ich verwenden möchte. Deswegen ist hier keine Wimperntusche in dem Video jetzt nicht mit dabei. Weil sonst würde ich auch eine Wimperntusche verwenden wollen. Aber wie gesagt, da bin ich unschlüssig gewesen. Genau. Dann kommen wir zu den Schimmerton. Und da nehme ich jetzt auch eine Kombination mit der Farbe Brass oder wie es auch heißt. Das ist dieser Ton hier. Das ist halt so ein bräunlicher Ton.
so ein wärmerer Braunton und mit der Farbe Soul. Das ist so ein goldstichigerer. Da gehe ich jetzt ganz vorsichtig mit dem Pinsel rein, weil was mir aufgefallen ist, die sind leicht gepresst. Also da kommt viel Fallout, kriegt ihr raus. Also weil das Produkt kommt quasi mit. So, deswegen müsst ihr ganz vorsichtig sein, wenn ihr diese Palette habt. Weil es kann sein, dass das Produkt euch entgegenkommt, was ich sehr, sehr schade finde. Weil da muss man dann echt aufpassen, auch mit dem Auftragen auf den Augen, damit die Pigmente auf dem Lid auch bleiben und nicht irgendwie runterriesen. Klar, ich würde dann auch ein Glitzerbasis verwenden, also den NYX Glitter Primer, den es ja gibt, den habe ich ja auch, aber den habe ich jetzt vergessen, mir hier mit so mir hinzulegen. Deswegen will ich versuchen, erstmal ohne. Weil ich sehen will, wie es aussieht ohne ein Glitzerprimer. Das mache ich jetzt auf die andere Seite genauso. Weil an sich ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Palette, die ich einfach zurzeit sehr wenig Aufmerksamkeit schenke, obwohl die mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil sie so schön ist. Also mit der könnt ihr wirklich sehr, sehr schöne Looks schminken. Aber wie gesagt, ich habe hier eine große Lidschattenpalettensammlung und dementsprechend kommen manche Paletten einfach zu kurz. Oder fast gar nicht dran, was ich sehr, sehr schade finde. Und das war's jetzt auch. Ich mache nicht mehr etwas, weil es soll, wie gesagt, ein einfacher, schneller Look werden. Deswegen tue ich da jetzt nicht viel mehr dran ändern oder sonstiges. Weil sonst ziehe ich das unnötig in die Länge und das will ich auch nicht. Genau. Das sind so die Augen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also an sich ist es ja ein sehr, sehr schöner Look geworden. Und jetzt, was es nur noch fehlt, ist die Lippenkombination, die ich jetzt verwenden möchte. Das ist das Produkt, was ich zurzeit auch sehr gerne verwende, ist von M. Asam Beauty der Satin Lipstick, also der Magic Finish Satin Lipstick in der Variante Berry Tint. Genau, das ist halt schon so ein bärigerer Ton. Aber solche Farben, muss ich sagen, verwende ich auch mittlerweile etwas öfters. Dementsprechend habe ich das eine oder andere Lippenprodukt in so eine ähnliche Farbe auch in meine Sammlung. Weil es trotzdem alltagstauglich ist, wie ihr ja erkennen könnt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und jetzt möchte ich gerne ein Lipgloss verwenden. Und das ist der von Manhattan, der Hike Shine Lip Gloss in der Farbvariante, die ich vor Jahren mal verwendet habe und auch gerne gekauft habe, ist die Farbe 35O. Das ist dieser hier. Das ist auch ein wärmerer Rosé-Rosenholzton. Auch ein sehr, sehr schöner Farbton. Genau. Das ist auch der fertige Look. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir gerne einen Kommentar unter dem Video, was ihr zu dem Look sagt. Und zu den Produkten, die ich verwendet habe. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Eine schöne Woche, dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!